Hallo und willkommen bei Bleib entspannt, deinem Meditationspodcast. Ich bin Kati Claudel und in dieser Episode habe ich eine Menge passender Kinderwünsche miteinander kombiniert. Der kleine Erjon wünscht sich eine Traumreise mit einem Hund namens Jackie. Und dem Foto nach zu urteilen, das ich von seiner Schwester bekommen habe, ist dieser Hund ein kleiner Rottweiler. Auch der 8 Jahre alte Christoph wünscht sich eine Meditation mit einem Hund. Die 6-jährige Mathilda dagegen hätte gerne eine Einschlafmeditation mit Hunden und mit Pferden. Zara, 7 Jahre alt, wünscht sich eine Traumreise mit einem Border Collie. Und die 6-jährige Anna mag gerne eine Fantasiegeschichte mit Pferden hören. Genauso wie die kleine Lara Marie aus Köln. Ihr Lieben, ich habe euch eine wirklich schöne Traumgeschichte gebastelt, in der all eure Wünsche berücksichtigt werden. Ich hoffe sehr, sie gefällt euch und allen anderen Kindern und Kindgebliebenen, die damit einschlafen möchten. Und weil diese Traumreise eines der großen Gefühle, nämlich die Eifersucht, behandelt, habe ich sie zum Teil eines neuen Kinderalbums werden lassen, an dem ich in den letzten Monaten für euch gebastelt habe. Es heißt Traumreisen für Kinder mit großen Gefühlen. Und drauf sind 8 wundervolle Reisen, die es Kindern leichter machen, ihre Emotionen zu verstehen und damit umzugehen. Schaut gerne mal vorbei unter bleib-entspannt.com/shop. Den direkten Link zum Album habe ich euch in der Beschreibung bzw. den Shownotes dieser Episode notiert. Jetzt wünsche ich euch aber erstmal viel Freude mit der Traumreise Jackie und Jules. Gute Nacht und zauberhafte Träume. Eure Kati. Hallo du! Schön, dass du dabei bist auf dieser tierischen Reise. Magst du Hunde? Und Pferde auch? Dann wird dir dieses Abenteuer sicher gut gefallen. Es geht um Freundschaft und ein bisschen auch um Eifersucht. Kennst du dieses Gefühl? Bevor es losgeht, schau doch mal, ob du alles hast, was du für die Nacht brauchst. Sitzen deine Kuscheltiere neben dir? Hast du es dir mit deinem Lieblingskissen gemütlich gemacht und leuchtet dein Nachtlicht? Perfekt! Dann leg dich hin und mach es dir noch einmal so richtig bequem in deinem Bett. Rutsch mit deinem Popo hin und her, bis du so liegst, wie du liegen möchtest. Und dann schließe bitte deine Augen und stelle dir vor, du hältst eines von diesen kleinen Papierwindrädern in der Hand. Kennst du die? Sie sind quietschebunt und drehen sich, wenn du dagegen pustest. Und genau das machst du jetzt. Atme einmal tief durch die Nase ein. Und wenn du langsam durch den Mund ausatmest, lässt du die Luft gegen das Windrad strömen. Atme tief durch die Nase ein und durch den Mund wieder aus. Siehst du, wie das bunte Rad sich dreht? Noch einmal einatmen durch die Nase. Und ausatmen durch den Mund. Prima. Lasse deinen Atem jetzt wieder so fließen, wie er fließen möchte. Und spüre, wie du dabei immer ruhiger und ruhiger wirst. Und dann lasse in deinem Kopf das Bild eines großen Hofs entstehen.
Auf der einen Seite siehst du ein altes Backsteinhaus. Auf der anderen eine kleine Koppel, auf der ein braunes Pferd steht. Das ist Jules. Sie hat eine lange Mähne, die in leichten Wellen über den samtig glänzenden Hals fällt. Ihren prächtigen Schweif lässt sie gerade hin und her schlagen, um ein paar Fliegen zu vertreiben. Du stehst in einigen Metern Abstand zur Koppel und bewunderst das wunderschöne Pferd. Das Leuchten ihrer dunklen Augen ist so stark, dass du es selbst aus der Entfernung gut erkennen kannst. Plötzlich kommt ein Hund angelaufen. Er hat ein schwarzes, kurzes Fell mit ein wenig Braun an den Beinen, der Brust und der Schnauze. Es ist der Rottweiler Jackie. Fröhlich begrüßt er dich und springt aufgeregt an dir hoch. Du streichelst ihm vorsichtig über den Kopf, bevor er schließlich schwanzwedelnd zu Jules auf die Koppel läuft. Ist das niedlich? Schau mal, wie er wild um Jules herumspringt zur Begrüßung. Und wie auch sie sich freut, ihn zu sehen. Das Pferd streckt seinen Kopf zu Jackie herunter und stupst den kleinen Wildfang sanft mit ihren weichen Nüstern an. Dann springt sie zur Seite und läuft über die Koppel, Jackie hinterher. Wild toben die beiden über das Gras. Ist das schön mit anzusehen. Die zwei sind zusammen aufgewachsen, weißt du? Seitdem sind Jackie und Jules unzertrennlich. Sie lieben sich wie Bruder und Schwester. Und das, obwohl sie völlig verschiedene Tierarten sind. Ist das nicht klasse? Du gehst zum Holzzaun der Koppel und legst deine Arme drauf, um Jackie und Jules bei ihrem wilden Spiel zuzuschauen. Auf einmal wird das Tor zum Hof geöffnet. Jackie und Jules hören auf zu spielen und schauen neugierig, wer da kommt. Es ist der Hofbesitzer Theodor. Doch er ist nicht allein. Eine hübsche Border Collie-Dame begleitet ihn. Sie hat ein mittellanges schwarz-weißes Fell und leuchtende braune Augen. Theodor führt sie zu dir und erzählt, dass sie Juna heißt und ab sofort auch hier wohnen wird. Du siehst, wie Jackie und Jules ihre Ohren spitzen. Schon kommt Jackie angelaufen und beschnuppert Juna neugierig. Fröhlich schwanzwedelnd laufen die beiden umeinander herum. Sie scheinen sich zu mögen. Wie süß. Doch Jules wiehert aufgeregt.
Ich glaube, ihr ist das gar nicht so recht, dass Jackie Freundschaft mit der Border Collie Dame schließt. Der Hofbesitzer schaut stirnrunzelnd zu Jules hinüber. Dann geht er zu ihr und holt sie von der Koppel. Während Jackie und Juna anfangen, miteinander herumzuspielen. Theodor bittet dich, Jules ein wenig abzubürsten, sodass sie gesattelt werden kann. Du schnappst dir Striegel und Bürste und fängst an, damit über das Fell des Pferdes zu gehen. Immer wieder blickt Jules sich um und schaut zu den beiden spielenden Hunden. Sie ist ganz nervös und ihre Augen sehen irgendwie traurig aus. Als du fertig bist, sattelt Theodor das Pferd und zieht ihm ein Zaumzeug auf. Dann hilft er dir dabei, in den Sattel zu steigen. Oh, wie toll! Du sollst mit Jules und den beiden Hunden ausreiten, sodass sie sich besser kennenlernen können. Das machst du doch gerne, oder? Theodor öffnet das Tor und lässt dich mit Jules hinausreiten. Jackie und Juna im Schlepptau. Dahinter liegt ein breiter Feldweg, über den ihr in gemächlichem Schritt entlanglauft. Ist das toll, hoch zu Ross durch die Natur zu reiten? Die Sonne scheint dir warm auf die Haut. Die Vögel zwitschern. Und Jackie und Juna laufen gemeinsam voraus. Die beiden werden immer schneller, sodass sich der Abstand zwischen euch immer mehr vergrößert. Du musst hinterher, um sie nicht aus den Augen zu verlieren. Sanft gibst du Jules ein Zeichen, in den Trab zu wechseln. Aber das scheint nicht schnell genug zu sein. Die beiden sind euch immer noch voraus. Also wechselt Jules in den Galopp. Und gemeinsam prescht ihr hinter Jackie und Juna her. Wow, ist das schnell! Der Wind rauscht dir an den Ohren vorbei. Welch ein tolles Gefühl! Schließlich habt ihr die beiden Hunde eingeholt. Jackie dreht sich um und bellt euch frech an. Das wird von Jules direkt mit einem fröhlichen Wiehern beantwortet. Ihre Laune scheint sich ein wenig gebessert zu haben. Ihr geht nun wieder langsamen Schrittes den Weg entlang. Das Feld neben euch ist übersät mit Sonnenblumen, die ihre großen Köpfe der Sonne entgegenstrecken. Sind die schön? Du beschließt, eine kleine Pause zu machen und bittest deine drei Freunde anzuhalten. Dann rutschst du vom Sattel und setzt dich neben die Sonnenblumen.
Jackie kommt zu dir und versucht dir über das Gesicht zu schlecken. Lachend wehrst du die Liebesbekundungen des Rottweilers ab und streichelst ihn stattdessen ausgiebig. Aus dem Augenwinkel kannst du sehen, dass Jules sich Juna vorsichtig nähert. Und auch die Border Collie-Dame blickt schüchtern in die Richtung des großen Pferdes. Die beiden beschnuppern sich zögernd. Dann gibt Jules ein leises Prusten von sich. Du lächelst in dich hinein. Na endlich! Auch Jules hat beschlossen, Freundschaft mit Juna zu schließen. Na zum Glück! Sie hat wohl verstanden, dass eine neue Freundin nichts an der Freundschaft zwischen ihr und Jackie ändern wird. Ganz im Gegenteil. Und wie, um das zu bestätigen, läuft Jackie jetzt zu Jules und bellt sie fröhlich an. Als würde er sagen, gut gemacht, Jules. Jetzt können wir zu dritt Spaß haben. Und ich hab dich übrigens immer noch sehr lieb. Jules gibt Jackie einen sanften Stupser mit ihren Nüstern. Ach, wie schön. Du bist ganz gerührt von so viel Liebe zwischen den beiden. Dann setzt du dich wieder in den Sattel und gemeinsam macht ihr euch auf den Rückweg zum Hof. Theodor erwartet euch schon und schließt das Tor, nachdem ihr hindurchgelaufen seid. Gemeinsam befreit ihr Jules vom Sattelzeug und macht sie sauber. Danach darf sie wieder auf die Koppel. Begleitet wird sie dieses Mal jedoch von zwei Hunden, die fröhlich um sie herumspringen. Wie schön, dass Jackie und Jules eine neue Freundin haben. Die Sonne steht schon orange-rot tief über dem Horizont. Bald wird es dunkel sein. Du gehst noch einmal mit auf die Koppel und verabschiedest dich von allen drei Tieren. Streichelst Jackie über den Kopf. Wuschelst Juna durch ihr dickes, weiches Fell. Und klopfst Jules sanft auf ihren glänzenden Hals, während das Pferd dir tief in deine Augen schaut. Anschließend gehst du in das Backsteinhaus. Streifst dir die Stiefel ab. Und läufst über die Treppe hinauf in den ersten Stock.
Du betrittst das Gästezimmer, in dem du zurzeit untergebracht bist, und machst dich schnell fertig für die Nacht. Du bist ganz schön geschafft und freust dich auf die weichen Kissen. Da lässt du dich auch schon hineinsinken. Oh, tut das gut. Mollig warm und gemütlich liegst du in dem frisch duftenden Bettzeug. Du schließt deine Augen und spürst, wie du immer ruhiger und ruhiger wirst. Dein ganzer Körper ist herrlich entspannt. Du fühlst dich weich und leicht. Lässt einfach los. Lässt dich sanft sinken. Ins zauberhafte Land der Hunde und Pferdeträume.